Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Begrab mich mit einer Sprungfeder im Sarg. Ich möchte einen Archäologen zu Tode erschrecken, der mich da ausbuddelt. Während der Arzt euren Genitalbereich untersucht, solltet ihr ihm nicht den Kopf streicheln. Hallo Nazis. Ich hatte damals auch Angst vorm Zahnarzt. Trotzdem habe ich nicht seine Praxis angezündet. An das 11-jährige Mädchen mit dem Facebook-Beziehungsstatus kompliziert. Was ist kompliziert? Hat er seine Tasse Kakao auf deine Wendy gestellt? Die Muschi ist kein Blumenbeet, sie riecht auch nicht nach Veilchen. Doch wenn sie frisch gevögelt ist, zuckt sie noch ein Weilchen. Ich kann Gedanken lesen, das glaube ich nicht. Ich weiß. Was ist das für ein Pulver auf deinem Penis? Das ist Paracetamol gegen deine Kopfschmerzen. Möchtest du es oral oder als Zäpfchen? Zwei Hellseher unter sich. Der erste, danke. Der zweite, Gesundheit. Der erste, Hatschi! Wer ist da? Der Klingellieferant. Ich bin ein Tier im Bett. Genauer gesagt ein Koala. Ich kann 22 Stunden am Tag schlafen. Ich als Star Wars Fan nenne mein Huhn Leia. Und wenn es einmal stirbt, ist der Han Solo. Facebook an. Tim H. ist in einer Beziehung mit Doreen B. Ich kommentiere, du auch? Facebook zu. Ich hasse es, wenn Leute sagen, sie bräuchten keinen Alkohol, um Spaß zu haben. Ich meine, man braucht zum Laufen auch keine Schuhe, es hilft aber trotzdem. Hab nochmal nachgemessen, ich bin großartig. Zitat Al Bundy, versucht nicht Frauen zu verstehen. Frauen verstehen Frauen und sie hassen sich. Der Sohn zeigt auf sich, auf den Kuchen, auf sich, auf den Kuchen. Schade, dass er noch nicht sprechen kann. Willst du gern was von meint? Schatz, ich hab meine Tage. Juhu, Blowjob-Woche! Mein Freund meinte, ich wüsste nicht, wo beim Spaß die Grenzen sind. Rate mal, wer jetzt Sekundenkleber in den Augentropfen hat. Was ist ein Pole im Wilden Westen? Ein Cowboy. Jack, deine Freundin betrügt dich. Welche? Was macht ein billiges Messer im Test? Es schneidet schlecht ab. Masterplan, eine Voodoo-Puppe von mir selbst machen. Der Puppe den Rücken kraulen. Es heißt mittlerweile nicht mehr künstliche Befruchtung, sondern Kinder mit Masturbationshintergrund. Studien haben gezeigt, dass intelligente Personen mehr fluchen als dumme Arschlöcher. Wohin schmeißt man iPhones? In den Eimer. Warten Sie schon lange? Nein, ich bewundere nur die 4723 Blumen auf Ihrer Tapete. Matheaufgabe an einer katholischen Schule. Anna lädt zu ihrer Hochzeit 40 und Marie 55 Gäste ein. Berechne, wie wütend ist Gott? Bei Gefallen, Daumen hoch und Video teilen. Links kommt ihr nun zu meinem Kanal-Trailer und darunter könnt ihr direkt abonnieren, um nichts dazu verpassen. Lustige Witze gibt es nicht nur jeden Freitag auf YouTube, sondern jetzt täglich auf meiner Facebook-Seite Master Jam. Bis nächste Woche.